Ja, natürlich, nach der so langen Zeit ohne Zuschauer, heute wieder mit 4000 Leuten, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und ja, wir sind froh, dass unsere Fans wieder zurück sind. Leider, wir haben die Derby verloren, aber trotzdem war es schön, ja, hier mit von den 4000 Leuten zu spielen. Woran hat es gelegen, dass ihr, obwohl ihr immer wieder knapp dran war, nichts mitholen konntet? Ja, können wir sagen, erste Halbzeit, wir haben zu viele Bälle verworfen. Ich muss sagen, das war Daniel Rebmann richtig stark. Erste Halbzeit, ich denke, wir haben 14 Bälle verworfen und am Ende nur 3 oder 4 Tore hinten. Dann zweite Halbzeit alles versucht. Wir haben ja -1 rangekommen und dann nach dem Timeout zu viele Fehler gemacht. Dann später auch 7-6 probieren, auch zu viele Bälle verloren und dann ja, dann war einfach Göppingen war 6-7 Tore vorne und dann war schwer zurückzukommen. Aber ja, wie gesagt, wir haben alles versucht, gut gespielt, aber ich denke, in dem Ende hat nur Fokus gefällt heute.